Den kann ich, glaube ich, nichts ausrichten. Wart genau durch die Wand, ey. Läuft. Okay, damit habe ich, glaube ich, keine Chance. Also zwei von denen, Alter, was? Mit dem, genau, das wollte ich haben. Junge! Mal um da hinten. Ah! Wow, wow, wow. Jawohl, den habe ich erwischt. Wow, Alter, ich habe nur noch 80. Scharfschützengewehr. Und wo schießt du? Wo schießt du? Das kann ich besser wie du, mein Freund. Ja, da ist das geil. Nein, die Welt ist aber schön da unten, mein Freund. Irgendwo ist noch einer. Ah, oh, warte, das ist ein Tisch. Ich sehe da keinen mehr. Ich muss auf jeden Fall runter.
Okay. Oh jawohl, das ist gut. Das finde ich schön. Okay, gut. Ja, nice. Ich will absneaken, Alter. 100% pur. So, wir haben noch 191 Schuss hier. Jawohl. Wir machen uns erstmal wieder voll hier. Mal gucken, wo der gleich ist, der Typ. Schöne, nette Gegenwehr haben sie für uns hier gehabt. Ja, so, das ist die Gleichkanone. Können wir gar nicht mehr. Irgendwo muss der stecken. Ja, Musik müsste zu Ende sein, weil wir den jetzt auch kaputt haben. Jawohl. Da war es vorbei. Ja, kann man gebrauchen. Die haben wir ja vorhin fleißig weggeworfen. Da geht's nicht rein. Ja, ja, ach, das war jetzt, hätten wir gar nicht gebraucht. Naja. Hier geht der Schutz, ja, mein Freund. So ist das richtig, toll. Ja, ne, brauchen wir nicht. Wir haben alles. Ja, da kommst du schon mal ins Schwitzen, wenn du dann nicht weißt, wo Kacke, jetzt geht's los, wo muss ich lang? Ey, oh, geil, heftig. Ey. Ah, da geht's lang. Sehr gut. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, okay, da funktioniert nichts. Da geht's hoch. Auch zu. Ja, sehr nett. Das war ein toller Empfang. Ja, ich will mir mal da oben umgucken. Mal gucken, was da ist. So. Ach, ich. Hä? Ja, kann ich nie mitnehmen. Was? Du hast eine Herausforderung freigeschaltet. Wolfsburg. What the? Jetzt habe ich aber gerade eine mega Gänsehaut gekriegt. Was ist das für Geräusche? Die Geräusche. Das ist der Hammer hier in dem Spiel, ey. Mann. Wie ich das liebe, ey. Das ist einfach. Guck mal, wir sind hinten noch. Hier war. Okay, alles klar. Wir sind hinten rum. Hinten rum. Ah, da liegt. Ja. Schlechtes Omen. Vielleicht räumt er diese verfluchte Stadt endlich auf. Aber solange ich dich habe, wird mir nichts passieren. Nicht. Er legt sich. Er legt sich ja einfach hin. Wow, der Kühl, der Kerl, der ist echt. Ja. Dorftrunkenbold. Der Dorftrunkenbold treibt sich für gewöhnlich auf dem Marktplatz in Paderborn herum, wo er von den Dingen faselt, die seinen umnebelten Geisten gerade beschäftigen. Ja. Man merkt's. Der ist da. Der war hinten erst auf der anderen Seite. So meine ich zumindest. Es gibt ja in dem Dings hier, in dem Dorf hier irgendwelche Geheimgänge oder sowas. Jo, das haben wir also, denke ich mal, noch nicht zum letzten. Guck mal hier, ey. Lecker Wurst. Will aber Wurst. Ich glaube, das weiß ich, ist Knoblauch. Lauter Fische aller vergammeln. Kein Mensch mehr hier. Nein, ich leg mich jetzt nicht hin und spiele das nicht nochmal durch. Nee. Nee, was habe ich jetzt gerade? Ach, mein Bruder hat jetzt wieder angeklingelt. Egal, hat er Pech gehabt. Vorhin mal angerufen und jetzt meldet er sich erst. Das nee. Schmidt, die Bäckerei. Kessler, ich habe Agent Tours Haus gefunden. Gott sei Dank. Melden Sie sich, wenn Sie die Akte haben. Er klopft ganz schön fest an. Die Lilien singen im Mondschein. Öffnen Sie das Tor an der Seite des Hauses.
Da liegt ein Schlüssel unter einem großen Stein. Kommen Sie durchs Kellerfenster. Roger, Roger. Ich habe Agent Trows Haus gefunden. Sie hat gesagt, ich solle durchs Kellerfenster einsteigen. Es müsste um die Ecke liegen. Alles klar, da gucken wir mal. Ja. Kellerfenster. Weil irgendwie muss ich doch, glaube ich, auf die anderen, auf diese, Irgendwie muss ich auf die andere Seite kommen. Er will auch nicht aufspringen. Was steht da? Bierstube. Jawohl, da liegt er richtig, ey. Allerdings. Ja. Okay, da geht's auch nicht weiter. Warum man immer alles so zustellen muss, verstehe ich nicht. Hier sieht es ja aus wie bei Hempels, ey. Ach. Ja. Ich bin noch hohl. Warum so kompliziert? Warum so kompliziert? Ach schade, wir können nicht zumachen. Dieses Leitungsrohr, ne? Mäuschen. Meine Güte, wo ist dein Hemd, mein Hübscher? Pippa, du bist Agent 2? Ab sofort Schwester Inga. Mein Hübscher. Ruh dich erstmal aus, es gibt Tee und Gebäck. So, Pippa, also Pimpern, nee, Agent 2, Pippa Shepherd. Codename Agent 2 ist in einer Familie mit 6 Kindern aufgewachsen. Ihre Mutter war eine Einwanderin und lebt im Londoner East End. Pippas leidenschaftlicher Hass auf das Regime und ihre ausgezeichneten Sprachkenntnisse machten sie für die USA zur perfekten Rekrutin. In kürzester Zeit stieg sie zum Leutnant auf und ist mittlerweile in Wolfsburg stationiert, wo sie als Krankenschwester getarnt arbeitet. Alles klar. Also bei den Sprachkenntnissen und so weiter, der lebt nicht mehr. Also das sieht nicht bequem aus, was da. Vor allem, der ist noch angezogen. So, wir nehmen erstmal mal. Hierher haben sie dich also geschickt. Ja, vor 6 Monaten. Ich habe dich zuletzt auf der Feier in London gesehen. Oh, da ging's heiß her. Wesley hat mir damals Bier in den Ausschnitt gekippt. Tollpatsch. Ich habe versucht, ihn zu retten, Pippa. Ich weiß, mein Lieber. Tut mir leid, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Hör zu, ich weiß, was du suchst, Blasco. Der Kerl in meinem Bett da hinten ist einer von Helgas Leuten. Bevor er einschlief, habe ich ihn zum Reden gebracht. Die Akte, die du suchst, ist in Helgas Zimmer im Gasthaus von Wolfsburg. Sie scheint eine Schwäche für Wein zu haben. Verkleide dich als Ober, dann kommst du vielleicht an sie ran. Aber um Himmels Willen, zieh dir vorher was an. Da ist dein Hemd in der Truhe da drüben. BJ mit nacktem Oberkörper. Nachdem es BJ nicht gelungen ist, die Akte in Helgas Büro zu finden, wacht er fast völlig unbekleidet im Gefängnis von Burg Wolfenstein auf. Yo, das habe ich ja ganz vergessen, dass wir halt nackt sind, Alter. Wo sind meine Füße? Deswegen hat die uns so mein Hübscher genannt. Mann, Puppe, komm, darf ich dich mal erstmal irgendwie. Ich hab nichts dagegen, dich oben ohne zu sehen, BJ, aber so fällst du zu sehr auf. Die hat aber auch ein hübsches Gesicht. Mamma mia. Kekse, die werden. Was ist das?
Ach ja. Ach, wir können uns hinsetzen, wir können chillen. Ich weiß deinen gut gebauten Körper zu schätzen, BJ, aber bei diesem Einsatz musst du angezogen sein. Okay, das hat sie jetzt mit Nachdruck gesagt. Schade. Ich dachte, die setzt sich jetzt auf uns drauf. Küsschen, Küsschen, ne? Ach ja, wie ich das vermisse. Da, 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 da. Was haben wir denn hier? Brief. An Pippa Shepard. Saxville Road 54, London. Liebe Pippa, bitte entschuldige mein unglückliches Missgeschick mit dem Bier. Es tut mir aufrichtig leid. Das war wirklich kein gutes Benehmen. Um es wenigstens ein kleines bisschen wieder gut zu machen, könnte ich eine Woche lang deine Wäsche waschen. Oder ich könnte dich zum Abendessen einladen. Oder sogar beides. Wenn der Krieg endlich vorüber ist, dann vielleicht. Mit den besten Grüßen, Wesley. Wesley hat sich dafür entschuldigt, dass er ihr den Bier ins Ausstieg gekippt hat. Finde ich ja... Oh. Finde ich aber sehr interessant. Ja... Wumms, Alter, dieser Sound, wenn das Gold eingesammelt. Boah. 11. März, Notiz von Pippa. Ich habe mir gestern Abend die Ausgrabungsstätte hinter der alten Kirchruine, die Leute hier nennen sie entweihte Kirche, mal etwas näher angesehen. Dabei sind mir zwei Wachen auf Patrouille über den Weg gelaufen. Ich tat beschwipst, als mir einer von ihnen näher kam. Volltreffer. Sie haben mich gehen lassen. Ich konnte die Augen des Kommandanten auf meinen ganzen Körper spüren. Er sagte, er stünde mit Helga in engen Kontakt. Ich werde ihn wiedersehen. Und dann nehme ich ihn mit nach Hause und bringe ihn zum Reden. Das kleine Regimeschwein. Die Ausgrabung ist größer geworden. Das Regime behandelt die Toten nicht gerade mit Respekt. Sie stoßen Grabsteine um und buddeln Särge aus. Sie benutzen den Laderoboter, um damit einen neuen Tunnel im Norden des Friedhofs zu graben. Wonach suchen sie nur? Was ist ihnen ist so verdammt wichtig? Haben die Bewohner hier Angst, gegen diesen offenen Akt der Blasphemie ihre Stimme zu erheben oder sie einfach zu fügsam? Einfach zu fügsam. Ah, oder sind sie einfach zu fügsam? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. So, jetzt, wir sollen uns ja was anziehen. Die Frage, was... Aha, hier ist die Truhe. Und lass deine Waffen hier. Im Gasthaus tragen sie keine Waffen. Ich bewahre sie für dich auf. Verfluchtes Regime. Und die Leute folgen diesen Kerlen wie hirnlose Ghule. Ja. Vielleicht verdienen sie es auch nicht anders. Er packt erstmal aus. Ja. Wo sind die Handgranaten? So, was haben wir? Also gut. Pippa hat mir einiges geflüstert. Ich soll mich als Ober verkleiden und Helga im Gasthaus von Wolfsburg Wein reservieren. Servieren. Ich komme durch die Küchentür rein. Mir fehlen also nur noch die passende Verkleidung und etwas Wein. Die Scharniere sind verrostet. Komm, fass mal mit an, Blasco. Im Tunnel musst du 9,40 Meter zum Brunnen im Hinterhof des Gasthauses schwimmen. Komm wieder, sobald du Helgas Akte hast. Und ertrink mir nicht, alter Säufer. Ich bin doch kein alter Säufer. Was bist du eigentlich für eine? Warte, ich will das... Halt mal schön fest. Schön festhalten. Für die freche Antwort, Herr, darfst du auch gerne mal... Oh... Also los, mein Lieber, steig in den Tunnel. Er bringt dich zum Brunnen und hoch in den Hinterhof des Gasthauses. Okay. Warte, gleich. Hoffe, die Scharniere funktionieren noch, wenn ich zurück bin. So, was haben wir denn? Zimmer von Agentur. Der getarnte USA-Agentur von ihren Freunden, auch Pippa genannt, lebt in einer bescheidenen Wohnung im Keller eines Hauses, unweit des größten Marktes von Wolfsburg. Schicke kleine Bude hat sie da. Und wir müssen... Das ist doch nicht verlieren.